Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Space Engineers und ich, nachdem ich 1000 Probleme hatte mit dem Spiel, ist mir immer wieder abgestürzt, das habe ich jetzt ein paar Mods rausgeschmissen und dann kann es jetzt quasi losgehen. So, ich bin eben doch einmal gerade gestorben. Ich hatte das Spiel eigentlich pausiert und muss mal gucken, und natürlich sind alle meine Sachen weg. Oder die Nanitenfabrik hat sie eingesammelt. Das kann natürlich auch sein. Schweißgerät. Okay, sieht so aus, als wenn sie doch noch alle da sind. So, dann haben wir hier die Kanone. Dann haben wir hier die Sauerstoffflaschen, die natürlich leer sind. So, und dann unsere Stahlplatten, die wir brauchen, um unsere Basis zu bauen. Also heute geht's ums Basis bauen. So, Sauerstoff hier. Gut, Sauerstoffflaschen sind aufgefüllt. Und jetzt brauchen wir nur noch das Magazin. Brauchen wir eigentlich nicht, ne? Gut, dann können wir loslegen. Ich hatte hier schon mal welche gesetzt und es hat auch funktioniert. Das heißt, wir sollten jetzt theoretisch das so setzen können, dass nichts passiert. Ich mache jetzt erstmal den Rahmen für den inneren Kern. Und ich glaube, der Mod, der es zum Absturz gebracht haben, war MC Materials, also Zink, Zinn und Carbon und das ganze Zeug. Das habe ich jetzt quasi rausgeschmissen und ja, seitdem läuft es stabil. Muss ich mal ganz kurz gucken. Ne, wir waren ja hier. Okay, wir zählen nochmal ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, genau. So, da setzen wir jetzt erstmal den hier hoch. Ja, ab und zu hakt er noch. Wir sind bei 36 FPS. Ja, müssen wir mal gucken, wie sich das jetzt hier so mit dem Teil entwickelt. So, und dann natürlich noch hier noch zumachen. Und siehe da, das Spiel läuft. Es läuft stabil. Nichts passiert, nichts stürzt mehr ab. So, das ist die Außenkante. Jetzt müssen wir die Seite noch abzählen. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, ja, ist aber knapp hier. Mal ganz knapp dran. Ja, ansonsten über den Mod habe ich ja gestern schon in der Spezialfolge gesagt, dass ich die Grafik jetzt, also was ist bedeutend, aber ich finde sie schöner. Es sieht ein bisschen mehr nach wirklich auch Weltraum aus. Ja, guckt euch das mal an hier.
Hübsch, hübsch, hübsch. So. Das hier ist jetzt unser Kern quasi. Nanu? Nanu? Was denn jetzt? Was geht denn hier? Hallo? Werden wir irgendwie angegriffen? Nee. Oder sind es die Naniten? Nee, die fliegen ja da durch. Komisch. Achso, und by the way, guck mal, die haben jetzt auch für alle möglichen Sachen jetzt schon die Sachen angepasst. Also, die alten sehen zwar jetzt noch hier relativ glatt aus, das sind noch die alten. Aber zumindest ist nichts mehr lila. Ich frage mich, warum der da eben so ganz komisch, als wenn die angegriffen werden. So, dann haben wir jetzt hier schon mal. Das ziehen wir jetzt erstmal hier hoch, dass wir die Abmaße haben. Auf dieser Seite auch. Und dann ziehen wir hier noch rüber. Und dann ist unser eckiger Klotz erstmal fertig. Das ist der Ausgang für unsere Stationsentwicklung. Okay, hier muss das auch noch alles zugemacht werden. Aber das ist ja, das gehört ja zu Space Engineers mit dazu. Wir bauen ja jetzt hier unsere Weltraumstation, unsere Erd-Weltraumstation, wenn es nicht abstürzt. Aber es sollte jetzt eigentlich, also wenn es jetzt abstürzt, denn durch das Update von Keen. Hier noch. Hier. Und hier. So, und jetzt noch diesen Teil hier und dann sind wir durch. Dann ist unsere Weltraumbasis fertig. Hier noch. Wenn das immer anhält, habe ich immer einen riesen Schreck, dass uns das Ding hier wieder abstürzt.
Ja, weil das Laden, das hat ja jetzt auch immer so 10 Minuten gedauert. Mir ist das 5-mal abgestürzt, das heißt, ich habe gestern über eine Stunde probiert, dass ich das Ding hier zum Laufen kriege. Und es lag an den, ja, an dem, an diesen Zusatzmaterialien. Ja, morgen früh um 6 Uhr stehe ich auf, dann fahre ich 3 Tage in Urlaub. Deswegen produziere ich jetzt zuvor, also quasi ich stehe in 6 Stunden auf. So, ganz kurz gucken. Wir haben jetzt hier ein 25x25 Block, mal jetzt hiervon abgesehen. Okay, vielen Dank fürs Abonnieren, wer auch immer das war. Jetzt, da wir jetzt hier auf jeder Seite noch ein bisschen was haben, werde ich mal hier probieren, wie das ausschaut. Wenn wir das hier so bauen. Muss ich mal gucken, den wäre der. Das heißt, wir müssen noch den. So. Ich weiß noch nicht, ob mir das Wunder gelingt, dass ich das super hübsch hinbekomme. Aber ich gebe mein Bestes. Ansonsten könnt ihr mir auch immer gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen. Schon, nein, haben wir noch nicht. Fangen wir überhaupt schon ab hier an? Die Frage. Ich werde ja schon wieder verwirrt. Wieder ab. Und wir bauen das natürlich alles im Survival-Mode. Nichts mit hier mal ein bisschen alle Böcke fertig und so, ne? Wenn die Ressourcen alle sind, müssen wir uns alles ganz frisch wiederholen. Genauso wie auf der Erdbasis. So, wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 11, 12. Das sieht doch ganz okay aus. Ich möchte noch nicht sagen, was ich vorhabe, wenn es scheiße ist, denn ich könnte dir sagen, ich habe es dir leicht gesagt. Aber ich meine, für die erfahrenen Space Engineers Bauer hier unter uns. Für die ist das ja hier alles gar kein Problem. Die wissen schon, was hier passiert.
muss natürlich noch der hier noch ein bisschen weiter raus. So, da. Da, 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 da. Okay, okay, okay. So, wenn wir jetzt den dahin bauen. Wenn wir jetzt gerade hier sind. Da wollte ich aber nicht. Das heißt, ich muss jetzt hier schräg werden, ne? Dann gucken wir mal, wo wir hier ankommen. Das ist ein bisschen zu krass. Boah, überlegen, überlegen, überlegen. Was jetzt hier gerade machen? Ja, wir probieren es mal. Wir ziehen es mal gerade lang. Mal gucken, wo wir denn enden würden und wie es denn ausschaut. Ich hatte nämlich zuerst befürchtet, dass bei dem Update irgendwas mit der Lindenfabrik vielleicht nicht hinhaut. Da dachte ich schon, scheiße, wenn ich jetzt das ganze Ding hier mit der Hand aufschweißen muss, das wird natürlich ein mega Hammer Arbeit. Energy low. Da muss ich mich mal ganz kurz hier kurz ein bisschen Energie auffüllen. Und das ist auch ein guter Zeitpunkt, um für die erste Folge, für diese Session auf Wiedersehen zu sagen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hinweise, Kommentare, Ideen nehme ich gerne an. Und bis morgen und ciao.